Ach, das ist mal wieder schön. YouTube, ich liebe dich. Ja, was ist passiert? Ich bin hier gerade schön am Schneiden der Guild Wars 2 Preview, der zweiten, und bin normalerweise gerade am Hochladen von Just Cause 2 und einem anderen Video, Let's Listen to. Und ja, danke. Und was muss ich dann hier sehen? Ihr seht jetzt wahrscheinlich erstmal auf den ersten Blick gar nichts. Zumindest nichts großartig Verdächtiges. Aber wo steht, dass ich über 15 Minuten hochladen kann? Das müsste normalerweise hier oben stehen. In blau gekennzeichnet. Ich weiß nicht, wo es steht. Es ist weg. Ich habe keine Ahnung. Es sollte normalerweise nicht vorkommen. Ich bin normalerweise in der Lage dazu, Videos über 15 Minuten hochzuladen. Ich hoffe, dass es nur ein Bug ist, denn ich hatte ab und zu schon mal den Fall, dass ich nach einem bestimmten Video, das war zumindest bei den Saints Row Parts so, die dann gesperrt wurden weltweit, dass ich dann das Problem hatte, dass ich keine längeren Videos mehr hochladen durfte. Das ist jetzt aber eigentlich nicht der Fall. Diese übereinstimmenden Inhalte von Drittanbietern ist eigentlich nichts Schlimmes. Ich bestätige. Ja, keine Ahnung. Was weiß ich. Geht das jetzt? Nein. Schade. Und ja, normalerweise bin ich in der Lage dazu. Jetzt irgendwie nicht mehr. Ich hoffe, dass es nur ein Bug ist. Ich guck mal ganz kurz, ob hier irgendwelche Informationen dazu stehen. Nein. Steht hier nicht. Also ich habe keine Ahnung. Ich will natürlich Just Cause 2 hochladen normalerweise. Es geht jetzt aber nicht. Es ist gerade fertig geworden um 19 Uhr. 19:30 Uhr. Obwohl ich schon seit 2 bis 3 Stunden hier am Hochladen bin. Finde ich ziemlich ärgerlich, weil ich natürlich jetzt nicht immer Bock habe, so viel hochzuladen, beziehungsweise so lange hochzuladen. Und ich hoffe einfach mal, dass es morgen weg ist. Und ansonsten werde ich gucken, dass ich den Part zunächst einmal in zwei Teile schneide und das dann so hochlade, so leid es mir tut. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich habe gesehen, hier vor, ja, gestern ging es noch ganz normal. Ich weiß nicht, warum es jetzt nicht geht. Ich hoffe einfach mal, es ist ein Bug. Ansonsten wäre es ziemlich ärgerlich. Ich guck mal hier ganz kurz. Habe ich hier nicht irgendwo. Nicht irgendwo Firefox, wo wir da noch drauf haben. Ich glaube doof. Hä? Also, ich bin so dumm. Vielleicht geht's ja hier, ich weiß es nicht. Ah, Skell, komm, geh weg. So, ich schau mal hier. Hier geht's auch nicht. Vielleicht muss ich mich mal einmal ausloggen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß absolut nicht, was da los ist. Wobei, das mache ich sowieso, glaube ich, mal besser auf. Ja. Auf Chrome. Also melden wir uns mal kurz ab. Anmelden. Ja. Vielleicht geht's jetzt. Nein, es geht nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich werde sehen, ob es morgen wieder funktioniert oder vielleicht auch in einer Stunde schon wieder oder wahrscheinlich, wie ich das Video oder wie ich YouTube kenne, in 5 Minuten wieder, wenn das Video gerade hochgeladen ist oder sonst was. Ich habe keine Ahnung. Ich, ja, will mich natürlich dafür entschuldigen. Es ist nicht ganz meine Schuld. Aber gut, ich kann da jetzt nichts gegen machen. Ich muss da jetzt warten, bis ich wieder befugt bin, genau. Das zu machen. Vorher kann ich das nicht machen. Das wäre ziemlich doof, weil ich habe letztens ein über 60 Minuten Part Mass Effect hochgeladen, ach, aufgenommen. Den müsste ich in 4 Teile schneiden, ey. Ich hoffe, dass das funktioniert. Also morgen oder in ein paar Minuten. Ansonsten, keine Ahnung, werde ich nochmal schauen. Ja. Tut mir leid, kann ich nichts für. Bedankt euch bei YouTube und ja, dann würde ich sagen,
Ah, warte mal hier. Aber die sind doch eigentlich kein Ding. Hier. Ja gut, das ist klar. Das ist sowieso so ein Mysterium, dass ausgerechnet dieses Video in Germany nicht erhältlich ist. Wenn ich das jetzt lösche, funktioniert das dann? Aber das ist schon Ewigkeiten so. Und ich kann nicht alle Videos löschen, wo hier übereinstimmende Inhalte von Drittanbietern sind. Die sind normalerweise nicht schlimm, diese Sachen. Seht ihr hier. Das Video ist immer noch etwas. Blablabla. Hat keinerlei Auswirkungen auf deinen Kontostatus. Ja, gut. Ich werde das jetzt einfach mal so machen. Dieses Video werde ich mal ganz kurz. Warte, wo ging denn das? Doof. Komm, leck mich. Das muss ja gehen. Okay, ich guck mal ganz kurz. Videomanager. So, da wird schon irgendwo mit bei sein. Warum kann ich mir das denn nicht hier als MP4 runterladen? Warum geht das denn hier nicht? Sind die dumm? Ach, leck mich. Ich lösche das Video mal kurz. Ist das sowieso nur für den deutschen Raum und also nicht verfügbar und eigentlich nur für den deutschen Raum gedacht. Deswegen löschen. Ja, löschen. So, und jetzt? Das geht's immer noch nicht. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Ja, tut mir leid, ich habe keine Ahnung. Ich werde da mal schauen, was da abgeht. Und ja. Ich hoffe, das geht bald wieder. Ansonsten muss ich schauen. Wir sehen uns aber in einem nächsten Video wieder. Und bis dahin, ciao und guten Abend und so. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt freuen oder ärgern soll. Ich hab's vorausgesagt. 5 Minuten später, es funktioniert wieder alles. Ich werde das Video trotzdem hochladen und diese Information noch an Anhang hängen, sag ich mal. Ihr seht, beziehungsweise ihr seht noch nicht. Ihr seht jetzt, dass es wieder in Ordnung ist. Warum? Ich kapier's nicht. Ich hab nichts verändert. Gut, ich habe eine Sache verändert. Ich habe bei jedem dieser Videos gesagt, dass ich mit diesen Videos kein Geld verdiene und ich dementsprechend kein, ja, es ist nicht, also dass alles damit in Ordnung ist. Also das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Da habe ich dann hier gesagt, bla bla bla, mit diesem ich bestätige das. Und mehr nicht. Ich habe dieses eine GTA-Video gelöscht. Klar, das habe ich aber auch ja schon in dem anderen, in den, ja quasi, in diesem Video noch, aber vor ein paar Minuten gemacht. Und ich habe einfach keine Ahnung, warum es jetzt funktioniert. Das Dumme daran ist jetzt natürlich, ich habe jetzt 3 Stunden bis, ja, 2 bis 3 oder ein bisschen länger als 3 Stunden Just Cause hochgeladen und ich habe jetzt keine Bock, jetzt um 20 Uhr nochmal Just Cause anzufangen hochzuladen. Ihr seht, das Let's Listen To, das ist recht klein, das lade ich jetzt noch gerade nochmal kurz hoch. Es tut mir furchtbarlich leid, furchtbar leid, aber ich werde versuchen, das Video dann morgen hochzuladen und ja, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob YouTube mich verarschen möchte oder sonst was, aber irgendwas kann ja nicht stimmen. Also vor allen Dingen bei so einem Video. Ich kann euch mal ganz kurz zeigen, wie groß ist denn das Video? 1,27. Okay, das geht sogar noch von der Länge her. Von der Größe her, meine ich. Ja. Wenn ich hier in so ein Video sehe. Hier, 1 Stunde 6 Minuten, ey. Ihr habt Glück, dass ich noch nicht angefangen habe, hier so ein scheiß Video in 2 zu cutten oder in 3 oder 4. Oder sogar 5 müsste ich machen bei diesem Stundenvideo. Aber ey, YouTube, ey, was soll das denn? Ihr habt mir gerade 3 Stunden verschwendet. 3 verdammte Stunden. Und ihr sagt mir noch nicht mal warum. Egal. Ich werde jetzt einfach versuchen, das noch hochzuladen. Just Cause kommt morgen. Ja. Ja, keine Ahnung, ey. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns im nächsten Video.
hoffentlich dann in voller Länge, 29 Minuten lang. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ja, Leute, ab heute hasst mich YouTube offiziell, zumindest seit dieser Minute an. Denn, ja, nochmal kurzer Edit. Ich muss nochmal was an dieses Video hinzufügen. Denn es hat immer noch nicht geklappt. Ohne Scheiß. Ich habe dieses Video jetzt versucht, zweimal hochzuladen. Zweimal mit den gleichen Voraussetzungen. Glückwunsch, dein Konto ist nun für Uploads über 15 Minuten aktiviert. Genau das soll da oben stehen. Und genau das soll hier stehen. Aber genau das passiert. Zweimal abgelehnt. Ich verstehe es so. Weiß ich nicht. Also, ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Ohne Scheiß. Also, ich hab versucht, nochmal den Browser zu beenden. Ich hab versucht, mich nochmal abzumelden. Und nichts will funktionieren. Obwohl hier steht, dass hier alles in Ordnung ist. Und hier steht, dass ich befugt bin, das hochzuladen. Funktioniert es nicht. Ich hab keine Ahnung, woran das liegt. Und, ich werde jetzt einfach nur dieses Infovideo raushauen, damit ihr das jetzt auch wisst. Und ach, keine Ahnung. Ich werde einfach das Ganze morgen nochmal versuchen. Und das ist mir scheißegal gerade. Denn das ist einfach totale Zeitverschwendung. Ich habe keinen Bock da. Wenn da steht, dass ich das kann, dann will ich das auch können. Und wenn YouTube meint, es mir verbieten zu müssen, dann soll das doch bitte auch stehen, warum. Und dann nicht quasi eine Lüge stehen. Hier, kannst du machen, aber kannst du dann doch nicht. Totaler Scheiß. Also ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es hat sich da bisher auch noch nichts dran geändert. Es ist immer noch alles in Ordnung. Und hier steht dann halt wieder, ja, Überlänge, super, wurde entfernt. Am Arsch. Also echt, ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Totaler Kack. Ich werde es morgen nochmal probieren. Und wenn es morgen immer noch nicht klappt, werde ich da nochmal ein Video zu machen. Und ich habe keine Ahnung. Ansonsten werde ich es morgen nochmal mit Mozilla versuchen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beheben kann. Oder ob es wirklich nur ein kurzer Bug ist. Ob den vielleicht gerade alle haben, weiß ich nicht. Ich sag erstmal wieder, wir sehen uns hoffentlich bald im nächsten Überlängenvideo wieder. Wenn ihr das nächste Überlängenvideo seht, dann wisst ihr, dass ihr das Ganze hier jetzt vergessen könnt erstmal wieder. Das Ganze ist wieder aufgehoben. Auch wenn das nur 5 Minuten danach sind, dann wisst ihr, okay, irgendwie hat sich jetzt behoben. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt das Video zu Ende guckt und dann auf einmal doch plötzlich 10 Minuten später ein Überlängenvideo seht, dann wird das daran liegen, dass es dann plötzlich doch geklappt hat, weil ich natürlich kontinuierlich irgendwie versuche, was hochzuladen, um dann möglichst schnell auch die Sachen dann bereit zu haben. Aber jetzt für heute lasse ich's und ich habe keine Ahnung, also kein Plan, was es soll. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ich hoffe, ihr habt nicht so Probleme.